Hey Leute, hier habe ich euch jetzt mal wieder die Tonkor mitgebracht. Die Tonkor wurde vor einer Weile geändert und ich muss ganz ehrlich eine Sache sagen. Bitte hört doch auf, euch über die Waffe zu beschweren. Ganz im Ernst, wenn ihr einen Launcher spielt und euch wundert, dass ihr sterbt, wenn ihr euch selbst vor die Füße ballert, dann ist man doch wirklich selbst schuld, ganz im Ernst. Also, man darf sie halt eben nicht mehr so close range spielen. Da muss man halt eben wirklich darauf achten, dass man die Waffe sinnvoll verwendet. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Tut mir leid, aber die Waffe ist immer noch super stark. Ihr dürft sie halt eben nur nicht mehr zum Beispiel in Exterminate-Missionen verwenden, wenn ihr euch direkt vor die Füße ballert oder der Gegner 2 Meter vor euch steht. Dann bringt ihr euch um. Aber ganz im Ernst, das hier ist ein Launcher, das ist ein Granatwerfer, da ist sowas eigentlich anzunehmen. Und andere Launcher, wie zum Beispiel die Ogris, die Penta, die haben sowas schon die ganze Zeit, also, oder auch die Zar, also, der Selbstdamage ist kein Grund, diese Waffe als schlecht zu betiteln. Das ist einfach nur, ihr müsst aufpassen, wenn ihr die Waffe spielt. Die Waffe ist immer noch super stark. Die allgemeinen Stats von dieser Waffe, 25% Crit-Chance, ist ganz cool. 2,5-facher Multiplikator, kann man mit arbeiten, Statuschance 10%, auch ganz cool, 325 Explosionsschaden, 75 Durchschlagschaden, heißt, wenn wir da jetzt schön auf Elementarmods gehen, da hauen wir richtig Damage raus. Ich habe jetzt ein Korrosionsbild mit 7740 Korrosionsschaden, dazu noch vigilante Aufrüstung mit 60% Mehrfachschuss, das bedeutet, dass ich 3 Projektile verschieße, plus eine 5% Chance, jetzt wird's interessant, dass ich hier statt einem normalen Yellow Crit einen Orange Crit mache. Ich habe auch noch eine Weile wieder rumgespielt mit Argon-Fernrohr, aber ich bin zum Ergebnis gekommen, der Mod lohnt sich nicht mehr. Also, ich habe es ausprobiert, ich kann es euch gerade auch nochmal zeigen. Im Normalfall triggert man automatisch das Argon-Fernrohr nicht mehr. Vorher hat es ja ausgereicht, wenn man einfach in die Masse geschossen hat, um den Kopf dann zu treffen, beziehungsweise die Explosion hat dann den Kopf getroffen. Aber momentan sieht es eher bescheidener aus. Da hat man gerade einen Orange-Crit gesehen durch den Mehrfachschuss. Hier müsste ich dann jetzt wirklich schon auf den Kopf schießen. Jetzt habe ich Argon-Fernrohr ausgelöst. Jetzt habe ich auch natürlich dann theoretisch deutlich mehr Orange-Crits, aber alles nur theoretisch. Beziehungsweise ich muss mich korrigieren. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr in den Orange-Crit-Bereich. Lasst mich gerade mal überschlagen. 25 plus 135%, das wären ungefähr 30, 32 ungefähr. Ne, wir kommen gar nicht mehr in den Orange-Crit-Bereich. Okay, damit können wir Argon-Fernrohr absolut vergessen. Tut mir leid, dass ich hier mit eurer Zeit verschwendet habe, aber jetzt habt ihr es zumindest live gesehen. Und ja, also, das lohnt sich nicht. Wo waren wir gewesen? Die Mods, die ich drin habe. Einkerbung, geteilte Kammer, schweres Kaliber. Muss ich nichts dazu sagen. Schweres Kaliber wirkt sich eigentlich null auf die Waffe aus. Sturmbringer, infiziertes Magazin für Korrosionsschaden, Punktangriff. Da habe ich aber heute wirklich Scheiße gebaut, als ich den Bild hier vorbereitet habe. Sorry, wenn ich mich gerade so ausdrücke, aber ganz im Ernst. Da fehlt Scharfsinn. Punktangriff, Scharfsinn, dann hier für einen guten Multiplikator, vigilante Aufrüstung für den Mehrfachschuss und damit wären wir durch. Alternativ zu vigilante Aufrüstung können wir jetzt hier den Feuersturm-Mod reinmachen oder wir machen hier den Haftgranaten-Mod rein. Ich glaube, der heißt so. Haftsprengung. Der bewirkt einfach nur, dass unsere Granaten nicht mehr wie blöd durch die Gegend bouncen, sondern einfach da hängen bleiben, wo wir sie hinschießen. Zeige ich euch das jetzt gerade mal im Einsatz. Also sieht jetzt natürlich nicht so beeindruckend aus. Warum sieht es nicht so beeindruckend aus? Aus dem ganz einfachen Grund, die Gegner haben Rüstung. Die Rüstung bewirkt, dass sie, naja, ungefähr 98% oder 97% weniger Damage bekommen. Also, nicht wundern. Wenn ich die gegnerische Rüstung jetzt entferne. Oh, 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 oh. Ach, bleiben wir einfach beim Korrosionsbild.
Nicht vergessen, ich habe gerade Korrosionsdamage drin. Wenn ich auf Viral modden würde, da wird die ganze Sache nochmal anders aussehen. Also nicht verkehrt, oder? Und jetzt noch eine Kleinigkeit. So einen Launcher spielt man ja normalerweise dann in Kombination mit Frames, die, sagen wir uns mal, die Sache erleichtern. Zum Beispiel ein Woben, der die ganzen Gegner zusammenzieht. Und eine Banshee, die dann so nah macht. Nur als kleines Beispiel. Ich zeige euch das gerade jetzt mal in Kombination mit einer Sonar-Banshee. Also ich denke, das spricht ziemlich für sich selbst. Ich probiere mal, wie es aussieht mit Gegnern mit Rüstung. Ich muss sagen, das habe ich jetzt noch gar nicht ausgetestet. Weil normalerweise hat man diese Situation relativ selten. Ja, also... genau das meine ich. Flame ich jetzt rum? Nein, es war meine eigene Schuld. Ich muss einfach ein bisschen mehr Abstand halten. Kein Problem. Habe ich fürs nächste Mal gelernt. Größerer Abstand. Fertig. Deshalb, die Tonkor ist eine super gute Waffe. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Es ist nicht mehr der beste Launcher, also das ist wahrscheinlich die Zahl jetzt, aber trotzdem. Tonkor, sehr gute Waffe. Anders kann man es nicht sagen. Gut, ja, wie bereits erwähnt, die Elementartypen können wir noch abändern. Zum Beispiel Korrosion ist halt eben auch sehr gut gegen Befallene. Spielen wir gegen Gegner ohne Rüstung, würde ich wahrscheinlich auf Viral gehen. Ist ja jetzt auch nicht allzu schwer abzuändern. Dann müsste man den hier hinziehen, den da hinziehen, den hier rüberziehen und dann könnte man hier einen Kältemod reinmachen. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt sogar nur einen kleinen Kältemod reinmachen. Weil dann hätten wir noch mehr Statuschance, könnten Viral brocken, verdoppelter Damage. Ist auch nicht verkehrt. Also ihr seht schon, sehr flexibel. Wir können diese Waffe gegen sehr viele Gegner einsetzen, einfach wie so oft. Die Situation muss stimmen. Wir müssen das richtige Team haben, wir müssen den richtigen Gegner haben und vor allen Dingen müssen wir den richtigen Bild drin haben. Vigilante Aufrüstung würde ich auf jeden Fall reinmachen, das hier ist eine Crit-Waffe. Das bedeutet, Orange Crits hauen so richtig rein in dieser Waffe. Und wenn wir hier 3 statt nur 2 Projektile verschießen, das ist ein so extremer Mehr-Damage, darauf wollen wir nicht verzichten. Aber falls der ein oder andere doch darauf verzichten möchte, habe ich euch ja eben schon die Alternativen genannt. Mehr Elementar-Damage, Feuersturm, Haftsprengung oder wie der Mod heißt. Gut, das wär's schon. Die Waffe ist super gut. Ich kenne kein Limit, zumindest nicht in Kombination mit Banshee und Woben und von daher... mit der könnt ihr lange, lange Spaß haben. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.